Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ist das einfach gerade bloß so, oder? Irgendwie leckt's nicht. Ah, ne, gut. So geht das. So, ich war gerade zu blöd. So krass, man kennt jetzt einfach so, wie weit das schon alles ist, ne? Wenn man das von damals die ersten Folgen anguckt, wo Son Goku noch so ganz klein ist und einfach nur mit Bulma, die auch noch so übelst jung ist, und dann hat er noch so gegen Feinde gekämpft, wie zum Beispiel solche so Drachen und so ein Scheiß. Also so Dinosaurier und sowas. Ja. Und die sind ja dann seine besten Freunde irgendwie. Der hat sich immer schon gut. Und am Ende von GT, da wird Son Goku dann mit Shenlong mitgeht, das ist übelst traurig. Also jetzt mal im Ernst. Weißt du, der besucht dann noch seine ganzen Freunde? Ziemlich. Ich fand das richtig abfuck traurig. Weißt du, er kommt dann so an. Ja, geht dann Piccolo ist er dann in der Hölle. Erst war im Paradies, weil er sich geopfert hat, wegen des Super Dragon Balls. Und dann ist er plötzlich im... Erst ist er im Paradies. Und dann will er aber in die Hölle, um Son Goku zu helfen. Das lässt er nicht zu, dann randaliert er im Paradies. Um eben dort runter zu kommen. Ja. Dann macht er dort übelste... Geht dorthin, öffnet ein Tor in die neue Welt, weil Son Goku sonst nie wiedergekommen wäre. Und dann macht Son Goku den Kunden fertig. Ja, waren das nochmal? Ach ja, die bösen Drachen. Ich glaube, das gucke ich mir auch nochmal irgendwann an. Wie viele Folgen hat GT denn? Bond 50? Oh, so wenig. 60? Oh, ist ja easy. Das ist nicht viel. Ich dachte, es hätte ein bisschen mehr. Nee, waren nicht viele. Auf jeden Fall ist das richtig abfuck. Richtig traurig, ja. Oh ja. So. Aber wenn man das hier nicht mal gibt, also gegen wen hat der denn zuerst gekämpft? Also gegen Piccolo, der kam ja erst später, aber der hat dann zum Beispiel gegen die Red Reborn Armee und so gekämpft, damals noch. Kennst du die noch? Ja, der. Nee, will ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall diese. Ganz fiesen Typen. Nee, in GT, da opfert er, das ist richtig komisch, der opfert sich, dann geht er mit Shenlong mit, macht nochmal Halt bei Piccolo in der Hölle, gibt dem einfach nur die Hand und sagt, hält ihm die Hand hin und sagt, und der fragt so, hä, was willst du jetzt? Naja, so begrüßt man sich doch. Dann ist er dort weg. Der versteht das nicht, warum der jetzt wieder in der Hölle ist. Dann sagt er, ich erzähl dir das im anderen Mal. So richtig abfuck. Geht er dorthin. Wo war er noch? Beim Schildkrötenmann. Ja, beim Herr der Schildkröten. Dort will er ein letztes Mal gegen Krillin kämpfen. Dann freut sich der Herr der Schildkröten, weil er das irgendwie mitgekriegt hat, dass der Shenlong dafür verantwortlich ist und ja, ist klar, dass Krillin wieder da ist. Und er wusste das irgendwie. Irgendwie hat er das Doch, 18 zusammen. Ja. Und der hat das irgendwie gemerkt, dass Son Goku sich aufgeopfert hat. Und dann ist er ganz traurig und sagt so Son Goku, danke für alles. Und dann weinen sie alle und dann ist da, wen hat denn der noch besucht? Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Ja, hat er das? Wie geht er denn wieder lebendig? Nee. Also, achso, ja, stimmt. Stimmt, am Ende von ist er ja auch wieder lebendig. Also, der stirbt ja dann, kommt dann aus dem Jenseits und fusioniert dann mit. Ja, genau. Son Goku. Son Goku. Ah, Son Goku ist schon eine geile Sau. Was ich auch geil finde, sind diese. Ich wollte eigentlich.
zwischen Zeitkicks von Trunks, wie der dann zurück in die Zukunft fliegt. Und dann erstmal bei ja, der Zukunft genau. Einfach nur so, und dann dort so erstmal ultra abgeht, einfach nur so, kommt hey Wichser, bam bam, knallt die Cyborgs weg und dann kommt noch Cell und dann so, was willst du denn, knallt den einfach weg, so ganz knallhart. Aber erst... Ja. Ja, erst... Sorry, fei. Aber erst in der Super Saiyajin-Form ja. Überhaupt keine Chance kommt haben. So an, ja, ja. Hat keine Chance, reißt deswegen halt in die Vergangenheit, um Son Goku zu helfen und so, damit er nicht, damit er sich ändert. Ja. Trainiert ein bisschen mit Vegeta und auf einmal so übelster Mörder und killt einfach alles. Ja. Übelster Babo. Was ich nicht ganz verstanden habe. Zum Beispiel als Son Goku zum Beispiel Freezer platt gemacht hat. Da ja. Fliegt er den Planeten in die Luft, Son Goku kommt auf einen anderen Planeten, lernt da seine Teleportationsfähigkeiten, kommt dann irgendwie runter, ne, mit so einem Raum. Ja. Und dann kommt ja auch Trunks aus der Zukunft. Und da kommt auch ja. Ein Raumschiff, da ist dann dieser reparierte Freezer drin und sein Vater oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich glaube, der ist Cole oder Collar, irgendwie so, ne? Das verstehe ich nicht, hey, wie kommt denn der da auf einmal dahin und, wo kommt der auf einmal? Wer jetzt der? Das habe ich keine Ahnung. Alles weiß ich ja nur noch nicht. Komisch. Weil der sagt dann ja auch Trunks, als Trunks einfach ja, so okay. Freezer so ein kleines Schnittchen schneidet mit seinem Schwert, sagt der Typ jetzt, sagt der Vater ja ach auch, ja, ja. Ey, möchtest du nicht mein neuer Sohn sein? Wahrscheinlich war das nicht der echte Vater. Würde ich jetzt behaupten. Fucking Creeper hat schon wieder nach hinten die Erde gesprengt. Ob du es glaubst oder nicht, aber... Ja, ich habe keine Ahnung, habe ich nicht so ganz durchgeblickt, wo der auf einmal herkommt und wie der Freezer da noch Einzelteile gerettet hat. Freezer hat da jetzt doch komplett mit dem Planeten da in die... Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend hat er ein bisschen was überlebt. Wenn weißt du, was mein. Freezer ist auch so ein Badass Motherfucker so. Am Anfang ist er einfach nur so, what the fuck. Wie einfach nur ultra stark der ist, dann kommt Son Goku, hat auch keine Chance gegen ihn und dann in der letzten Sekunde wird er noch zum Super Saiyajin. Auch nur, ja, auch nur weil Freezer Kandin platt macht. Aber am Ende, ja, das genau. Tötet den einfach mal so eiskalt. Das ist aber auch einfach nur krass so. Wie einfach nur so Freezer so, ja komm her, hier Krillin, dies, das. Nimmt den, lässt den so hochfliegen und lässt ihn dann sofort innerlich platzen. So richtig im Ausrasten. Ja. Er kann du Arschloch! Und rastet sie übel aus. Ja. Naja, wo er recht hat. Ganz ehrlich, Krillin ist ein bisschen wie Yamchu. Aber Yamchu ist eigentlich, hä? Wieso? Oh, denken so, sie werden so die Oberbabos, aber haben null Chance gegen irgendjemanden. Außer am Anfang vielleicht. Naja. Ich würde sagen, Krillin hat so schon bisschen. Der ist immerhin der stärkste Mensch gewesen. Bis er dann seine Frau dort hat und dann nichts mehr macht. Und einfach sich die Haare wachsen lässt. Der lässt sich der Haare wachsen, was ist los mit dem, hä? War das nicht ein Toupet? Hä? Nee. Der hat sich der Haare wachsen lassen. Die haben dann ja auch ein Kind zusammen da, was natürlich auch fraglich ist, wie das Kind da zustande kam. Die ist ein Mensch. Halb Mensch, halb Cyborg. Ja, nee. Die wurde aber ja, aus einem Menschen erschaffen. Deswegen geht das irgendwie noch. Aber ist das Kind dann auch halb Mensch? Das ist... Nee, das ist richtig. Was ich aber auch geil finde, die Enkelin von Son Goku, dann am letzten ist auch ein letzter großer Kampf. Also letztes Turnier quasi ja. Von Dragon Ball Z jetzt. Da. Ach ja, dort hier. Also, Son Gohan heiratet ja die Wiedel da, ne? Die Tochter von Mr. Satan.
Das ist auch der größte, die größte Flasche in dem ganzen, Manga oder Anime, auf wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Kann man so sehen, ja. Haben die ja dann zum Kind zusammen und die ist ja dann auch einmal nur so mega stark. Ja, genau, Pan heißt die. Die Pan noch. Ja, ist auch witzig, ey. Tja. Die ist einfach nur stärker als Mr. Satan und Mr. Satan immer so, oh ja, meine Kleine. Oh ja. Hier kann ich noch... Ja, der Chat. Weißt du, der wurde einfach mal zum Helden des Planeten, weil der einfach mal anwesend war. Wo Cell platt gemacht wird. Nee, Cell. So. Ja, der war da, wo Cell platt... Weil zum Goku dann halt... Mensch halt über Meister Kaio dann geredet hat, ja... Gebt mir eure Energie für die Genki-Dama, ne? Nee, das war, glaube ich... Wer war das? Das war, glaube ich... Vegeta wollte das, der war so übelst böse. Scheiß Menschen, jetzt und dann helft uns mal hier, wir verrecken und ihr verreckt auch alle gleich. Dann kommt und dann Satan, aber hier. Mr. Satan hier, ne, die Stars, ich kämpfe auf einem anderen Planeten hier gegen wo. Alle, ja, Mr. Satan. Na. Streckt eure Hände mal schnell in die Höhe. Es könnte kurz wehtun, aber... Es tut ja nicht weh, die sind dann einfach alle fertig, weil sie keine Energie mehr haben. Ja, stimmt. Also könnte mal kurz hier ein bisschen komisch werden, aber... Packt das schon. Aber die muss dann ja so wirklich eine... Die Genki-Dama muss dann ja wirklich eine hohe Dichte gehabt haben, dass dann... Buu auch einfach so pulverisiert dann wurde. Weil... Ist ja der Buu hat sich ja immer regeneriert. Na klar, der hat ihn komplett. Ich war ja auch bei Cell so. Komplett fertig gemacht. Durch dieses Ultra Kamehameha wurde der ja dann auch so. Ja. Geschnetzelt. Fertig gemacht. Obwohl der sich aus dem Nichts wieder regeneriert, also. Hochheilen. Na, eine Zelle musste da sein, wie bei Piccolo eben. War das bei Piccolo auch so, dass er sich aus einer Zelle wieder herstellen konnte? Na, Cell war da die Erfindung von... Professor, keine Ahnung wie der hieß. Aber auf jeden Fall so von... Ja, von Schieß mich Professor, tot, irgendwas. Von der Red Reborn Armee war. Ja, genau. So. Und bei der dem auf jeden Fall war das Daten gesammelt und so. Ja, genau, und da war Cell, war Teil Piccolo, Son Goku und bla 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 alles. Auch aus Vegeta und so, bis auf Trunks, glaube ich, waren alle dabei. Ja. Reicht auch zu. Cell hat trotzdem keine Schnitte. Naja. Zum Gegen Son Gohan nicht mehr, als er dann wütend war. Son Gohan, du musst richtig wütend sein, um ihn fertig zu machen. Tu es! Für deinen Vater. Jetzt hast du hier so geile Lichtbugs. Weiß ich. Gehen aber nicht weg. Halt, Dings halt Lampen machen. Geht da eigentlich auch, wenn du... Aber das war mit einer der geilsten, einer der geilsten Stellen aus ganz Dragon Ball Z, wo Son Gohan sich zum dreifachen Super Saiyan, zum zweifachen verwandelt. Dann so. Ja. Dreifacher. Nee, war der Dreifacher? Nö. Nee. Der war nie Dreifacher. Der Witz ist einfach nur, ja, dies, das, Son Gohan muss ich nicht mal. Wird er dann auch von in den Kämpfen gegen Buu. Davor wird er auch von diesem Ultrameister Kaio da, ne? Dem wird ja auch seine Kraft da irgendwie raus entlockt, ne? Weil der die ganze Zeit rundherum tanzt, keine Ahnung, weiß nicht, ob der das noch weiß. Auf jeden Fall, da wird er dann seine Ultrakraft rausgeholt. Und er muss sich dann nicht mal in Super Saiyan oder so verwandeln, um einfach nur so stark zu sein wie Buu. Bis Buu ihn dann absorbiert. Ja. Er wandelt sich dann nicht mal, weil er dann irgendwie anscheinend nicht mehr stärker wird als ohne Super Saiyan. Ist halt voll so. Logisch. Super Saiyan einfach nur alle overpowered und der ja, hat einfach nur die Kraft vom Super Saiyan ohne Super Saiyan zu sein.
Der tänzelt dort. Wie lange hat er rumgetänzelt? Irgendwie so. 19 Stunden. Ach halt, ich wollte ja gar nicht keine Stone Bricks machen. Ups. Das ist schon irgendwie komisch. Aber das, das war einfach nur episch, wie er dann da stand gegen Zell. Zum nur mit einem Arm. Nee, da hat er noch beide Arme dann gehabt, aber dann wurde er von einer Attacke von Zell so übelst getroffen. Dann konnte er seinen einen Arm nicht mehr bewegen. Und dann mit einer Hand ein Kamehameha. Ja, das so stark ist wie das von seinem Vater und dem zusammen. Kamehameha. Ja. Wieder dort. Der hat auch übelst rumgebrüllt, ey. Ruffy kommt später wieder und hat ein Skype geschrieben. Er muss essen. Ja, weiß ich. Hab ich gelesen. Es wird heute bestimmt nicht mehr bei dem. Ach ja, das ist schon witzig. Was ich aber nicht ganz verstehe. Die ganze Zeit trainiert Vegeta und schafft es einfach nicht, mal so annähernd, auf den Level zu kommen wie Son Goku, obwohl er die ganze Zeit einfach nur übelst wütend ist und sich auch immer selbst verletzt und auch mit diesem Schwerkraftraum trainiert von Bulma. Ich meine, klar, Son Goku trainiert ja auch im Jenseits, aber trotzdem schafft er es nicht irgendwie mal annähernd auf so ein annäherndes Level von Son Goku zu kommen. Ich glaube, das ist deswegen, das wurde auch mal. Es gibt ja den legendären Super Saiyan, der alle 1000 Jahre dort. Also kommt und alles kaputt machen kann. Eine Legende. Genau, und das ist aber wahrscheinlich ist es so, dass es Dings war hier. Son Goku. Was denn auch? Aber Vegeta hat sich glaube ich dafür immer gehalten. Aber konnte. Das hat sich dann aber widerlegt, ist klar, Son Goku rettet 50.000 Mal die Welt. Ist klar, dass er dann irgendwo super mächtig ist und der Beste. Und Vegeta hat das aber nie eingesehen. Bis zum Schluss dann, wo er dann auch gut wird. Was heißt gut? Ja. Der ist ja dann nicht wirklich gut, der will eigentlich immer nur gegen Son Goku kämpfen und Son Goku besiegen. Wird's aber nicht, schafft es aber nie. Ja, genau. So, was... Ich wollte eigentlich mal meine YOLO-Meta-Produktion anfangen. Boah, wir haben schon eine... Wir sind schon gerade bei der zweiten Kiste voll machen. Eine Kiste haben wir schon voll. Ich glaube, dazu muss ich erstmal hier ein bisschen geothermale Scheiße machen, weil meine Solarpanel reichen dafür, glaube ich, nicht aus. Wir haben einen Medium Voltage und ich habe mir einen Medium Voltage Solarhelm gemacht. Ja, gut, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ist in dem Eisentank überhaupt was drin? Voll. Das ist schon ein bisschen was ab. Laut TT nur, hier musst du gucken. Laut TT nur Notreserve. Du musst hier rumlaufen, da siehst du halt das. Kannst du rechts. Der ist nicht mal ganz voll. Die Pumpe muss umgestellt werden, bestimmt. Das ist nur Notreserve. Wir pumpen ja direkt und verarbeiten das gleich. Also hier aus dem Testwerk kommt gleich die Lava raus. Achso. Das ist halt nur so ein Reservetank laut TT. Den benutzen wir gar nicht. Ich wäre vielleicht auch mal geothermal. Weißt du, den baue ich jetzt einfach so hinter mein Haus. Größer als dein Haus. So riesig. No. So zwei übereinander. Weißt du, hier einfach so hinten, so riesen drauf. Bis hoch. Nee, das wäre... Nee. Unter meinem Haus, wo die Quarry gearbeitet hat. Also ich hab ein paar Spawner unter unserem Haus hingestellt, falls wir eine Monsterfalle bauen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich mache mal hier ein bisschen was für geothermal. Eine Rolling Machine. Oh ja. Also ist ja Jack blöd. 2LP und unsere Lavapumpe stehen zusammen, also. Und wir ach so, der hat auch eine. Paul pumpt ja auch und Paul hat sogar zwei Lava-Tanks bei sich stehen.
Aber Jack 2LP, der hat ja auch diese automatische Geil. Scrapbox-Farm. Hat sich jetzt schon 3 Medium Volt Solarpanels gebaut. Alter. Wie weit ist denn der Kunde? Der hat noch kein Julio Meta, aber der ist schon so weit, also so weit wie wir, denke ich. Ungefähr. Er hat noch kein Quantum Kram, aber er hat übelst am Wert. Also so, er hat Haufen Kisten, er hat sich ein Stack Diamantenkisten gemacht. Weil da unten hat eine automatische Produktion, wo halt Eisen, Gold und so rauskommt. Er hat, glaube ich, schon 3 Diamantkisten voll mit Eisen, Gold, Kupfer und so ein Scheiß. Aber der Kunde ist ja gut dabei. Halt, ja, er macht kein, braucht kein Jungmeter, weil er das alles so herkriegt erstmal und dann macht er sich später Jungmeter für Quantum-Kram und so. Das ist ja hardcore. Mal angucken, geht richtig ab. Ja, wo wohnt denn der überhaupt? Das. Und man darf sich von ihm Essen nehmen, weil der kriegt, er hat immer Haufen Kisten voll mit Essen. So Steak, schon alles schon gebraten, so kommt alles aus den Scrapboxen raus. Ach ja, wenn man die durch den Dispenser durch, ja. Mit so einem automatischen Ding. Ja, genau. Hinter den Wolken. Ach, da unten drin ist der. Der hat ja wirklich gar nichts hier. Oben hat er noch nichts, doch, da baut er noch was hin, hat er gesagt, aber hier unten. Hat er das alles, der hat alles abgegradigt. Richtig viel Kram. Da können wir ausgehoben. Muss hier runtergehen? War das? Nee, ich glaube, das war die Turtle, oder? Ich habe eine Folge gesehen. Hier leckt's direkt gerade. Oh, hier leckt's. Mir auch. Geht's aber wieder. Kranker Scheiß. Alter! Jetzt sehe ich die Diamantkisten erst. Befüllt. Du Scheiße. Krasser Kunde. Life-Fame. Naja. Ich leg mal am besten eine Light. Ja, wo geht's hier raus? Da oben über die Erdtreppe. Ach hier. Ich hab schon ein paar Mal mit ihm aufgenommen und der meint halt immer so, oh ja, oh, da habe ich halt immer gesagt, ja komm, ich komm jetzt mal zu dir. Da habe ich ihm auch mal ein bisschen was geholfen und so. Und dann meinte ich halt, dass ich mal so einen besseren Eingang machen. Muss man immer über dieses Erdloch da runtergehen. Und euer Haus wird mal richtig famous, geil. Wenn ich den Tee mal weiterbauen würde oder weiter mal auf unserem Server spielen würde, klar. Ich würde jetzt weiterbauen, aber ich habe keinen Plan, wie das mit der Treppe geht. Also ich habe das jetzt hier fertig gemacht mit dem Dach. Aber ich habe keine Ahnung, also sollen ja noch mehrere solche Kugeletagen drüber. Und mit so einer Spiraltreppe nach oben. Die Treppe ist halt sehr tricky, die hat er halt irgendwie selbst entworfen und die wollte er halt selber machen. Und er wollte die nächste Etage auch selber erstmal bauen und deswegen habe ich dann auch keine Ruhe gemacht. Das halt. Ja gut, der hat ja auch irgendwie gesagt, dass er... der hat gar keinen Bock jetzt gerade Feed Beast auf Beast Factor aufzunehmen. Weil bei ihm im Singleplayer läuft ja alles relativ flüssig. Er hat keinen Bock mehr so Feed, also auf Beast Factor, er will wahrscheinlich auch austreten. Irgendwann mal. Demnächst. Ja, weil es ihm ankotzt, dass er. Weil zu wenig zu craften ist. Bullshit. Wenn er mal was machen würde. Tja. Magie könnte er noch erforschen und so. Nö. Hat er auch nicht mal weitergemacht, oder? Halt diese Wand of Lightning halt für die... diesen Blitzzauberstab, mehr hat er nicht erforscht. Ja, ich habe irgendwie keinen Bock bei der Magie anzufangen. Mit so viel. Weil kein Plan von der Rolling Magie, Machine. Wie man das erforscht. Ich auch nicht. Deswegen kann ich die jetzt einfach. Was verträgt denn die? Ach ne, da geht nicht.
Verträgt die normales hier? Mein Strom oder was meinst du? Ja. Ja. Low Voltage müsste das ja sein. Fahren wir einfach mal hier hin. Ach nee, das geht ja gar nicht. Hehe. Kein Platz. Ja, läuft bei dir. Und gestern ist Battlefield rausgekommen. Hm. Vorgestern? Ich glaube gestern. Ja, ja, 4. Gestern. Kaufst du es dir? Hm. PS4. Das für die PS4 dann. Ja. Ich sitze schon wie auf Kohlen. Ich weiß nicht, ich glaube für PS4 ach, ja. Ich erstmal so Watch Dogs und sowas. Hm. Ach, holst du auch eine PS4? Blu-ray Player, Alter. Ich hab kein Jetpack. Außerdem schaust du das mit diesem Online Dings an, mit diesem, du musst ja immer diese goldene Karte. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt bei Xbox auch so, dass man sich diese. Bei Xbox war es immer so, dass man sich diesen goldenen, einmal im Jahr so eine goldene Karte kaufen musste für, weiß ich nicht, 40 oder so Euro, damit man überhaupt online spielen konnte. Ja, das ist so bei, bei PS3 nicht. Also bei PS3 war es nicht. Hat das jetzt Xbox One geändert? Ach nee, eine Rolling Machine, die hat der MJ, oder? Nö. Also jetzt mal im Ernst, also ich finde sowieso, dass Xbox, ich sag jetzt mal so, wenn ich ausspioniert werden will, da kann ich mir auch, kann ich auch gleich an die NSA schreiben. Es gibt ja für die PlayStation auch eine Kamera, die hast du halt aber nicht dazu. Ja, aber hallo, das, für mich ist die Xbox One keine Spielekonsole. Wieso nicht, was ist das dann für dich? Weiß nicht, Familien-Entertainment-System. Ist die PS4 dann doch auch? Nee, das ist nicht... Du verstehst das jetzt falsch. Mit der PS4 kann man... Ja, die ist wirklich nur fürs Spielen ausgelegt. Aber was will ich denn für... eine Konsole irgendwie... Was weiß ich nicht alles. Kamera und was... Dass die ist ja dauerhaft online, ja, und du kannst damit. Der hat ja Dings storniert, Xbox, seitdem die so gehatet worden sind, als die PS4 rausgekommen ist. Also die Vorstellung von der PS4 halt. Ja, hallo, stell dir mal vor, das haben die auch so aus Beispiel. Ne? Da hieß das ja, ja, bei der Xbox muss Online-Zwang sein, also man muss immer online sein, wenn man spielen will, egal ob offline spielt oder nicht. Dann muss die Kamera immer angeschlossen sein. Und immer angeschaltet sein und keine Ahnung, solche Sachen, ne? Deswegen, weil halt, kam halt PlayStation, also Sony um die Ecke, ja, hier unsere neue PlayStation 4, dies, das kommt dann auch bald raus, ne? Und erstmal billiger, kein Online-Zwang, man kann Gebrauchtspiele spielen, ja, so, ne? Keine Kamera dazu, braucht man nicht, so, ne? Kann man sich extra kaufen, wenn man das will, aber muss man nicht haben. Und dann ja dann erstmal alle erstmal übelst Xbox geflamed, erstmal Microsoft übelst geflamed, und dann haben die jetzt auch gesagt, okay, also man braucht keinen Online-Zwang und die Kamera muss auch nicht dran sein, Gebrauchsspiele könnt ihr jetzt von mir aus auch kaufen. Sowas, ne? Ja, das ist halt total eingeknallt. Aber ich finde einfach sowas. Erstens, die PlayStation hat eine bessere Grafik. Dann. Die haben. Deswegen, das ist auch das nächste, die haben eigentlich auch viel bessere Komponenten dann, verbaut. Kommt dazu, dass die PlayStation ein Blu-ray-Player ist. Ja, das habe ich ja schon bei der PS3 gefeiert, aber ich wollte entweder, also wenn die PlayStation 4 jetzt nicht rausgekommen, also nicht bald rauskommen würde, hätte ich mir noch eine PlayStation 3 gekauft. Aber habe jetzt gedacht, so, nö, jetzt wartest, jetzt kaufst du ja keine PlayStation. Wartest jetzt, bis die. Hätte sich auch so nicht mehr gelohnt. Klar, für Xbox gibt's, also ich finde die Xbox Controller irgendwie liegen besser in der Hand. Ja, kann man sich aber natürlich streiten. Ist ja, gut, das ist komm wegen sowas. Ist jetzt auch irgendwie jetzt, aber stört mich nicht weiter, weil der PS4 Controller auch ganz in Ordnung ist, weil PlayStation Controller eigentlich immer auch nicht schlecht waren. Das ist immer eine Gewohnheitssache. Wenn man also so beide vergleicht, wenn man so beide in der Hand hält, dann findet man den Xbox-Controller schon angenehmer.